Also ich habe hier so eine Aufgabe, die ist aus Mathe, Jim. Die Aufgabe, da ist jetzt eine unvollständige Wertetabelle hier. Die drei Werte soll ich berechnen. Und ich weiß, dass der Zusammenhang exponentiell ist. Und die Idee ist, dass ich diese gegebenen Werte als Punkte sehe. Also das ist mein Punkt A, das ist mein Punkt B. Los geht's. Also der Punkt A hat dann die Koordinaten 2, 1010 und der Punkt B hat die Koordinaten 4 und 1, 4, 6, 4,1. Und ich male immer drunter XY, weil ich ja ständig durcheinander komme. Und das Ziel, vielleicht hier, Y ist B mal A hoch X. Also was ist mein B und was ist mein A? Gut, ich habe zwei Punkte gegeben und habe diese Gleichung gegeben. Springt mich doch an für x und y, die Werte einsetzen. Also zwei Gleichungen. Die erste Gleichung lautet 1, 2, 1, 0 gleich b mal a Quadrat. Die zweite Gleichung 1, 4, 6, 4,1 gleich b mal a hoch 4. Ja, und jetzt auflösen. Also hier nach b auflösen, zum Beispiel dividiert durch a Quadrat, dann habe ich 1, 2, 1, 0 durch a Quadrat gleich b und dieses Dings an der Stelle einsetzen. Aus der einen Gleichung auflösen, in die andere Gleichung einsetzen. 6, 4,1 ist 1, 2, 1, 0 durch a Quadrat mal a hoch 4. An der Stelle haben wir immer was Verwirrendes und zwar nur so zur Ergänzung. 3 durch 7 Quadrat mal 7 hoch 4. Ich kann das doch schreiben als 7 Eintel und dann Zähler mal Zähler ist also 3 mal 7 hoch 4 durch 7 Quadrat mal 1. Und dann kann ich hier kürzen. Ja? 7 Quadrat und aus dem 4er werden 2er. Ja, ich habe da 7, 7, 7 und unten nur 2 mal 7. Das heißt, ich kann hier ja, mir so eine, den Bruchstrich verlängern, Eintel denken und kürzen. Ja, 4 minus 2. Übrig bleibt, lange Rede, kurzer Sinn. So. 1, 2, 1, 0 mal a Quadrat. So, hier bin ich. Und das teile ich. Also ich habe hier das und das gekürzt. So. Jetzt teile ich dividiert durch 1010. Und so, und dann habe ich einen Bruch. Also 1, 4, 6, 4,1, 1, 2, 1, 0 gleich a Quadrat, dann die Wurzel, ich mache es schön langsam. Ja, und ich habe mir gedacht, was haben die denn für komische Zahlen? 1, 4, 6, 4,1, 1, 2, 1, 0. Erst als ich an Taschenrechner eingetippt habe, gemerkt, es kommt was Schönes raus. 11 Zehntel gleich 1,10. Das ist mein Wachstumsfaktor, es steigt immer um 10%. Und das Ding kommt jetzt wieder da rein. Ja, und dann bekomme ich mein B. Also B ist 1,210 durch 1,1 in Klammern Quadrat und ist dann genau 1000. Und jetzt habe ich die Funktion. Also die, ach, ich schreibe die da oben hin. Und radiere so ein bisschen. Also meine Funktion. Ja, ich habe sie radiert. So. Also meine Funktion lautet y ist 1000, das ist mein Startwert, mal 1,1 hoch x. Und jetzt fehlen hier so ein paar Werte. Also die 0. Da ist halt x gleich 0. Ja? Einsetzen. Also y gleich 1000 mal 1,1 hoch 0. Das hier gibt 1, also 1000. Ah, Entschuldigung. So. Dann nächstes. Jetzt setze ich hier die 1 ein. Jo, und dann bekomme ich 1100. Jetzt setze ich an der Stelle radieren die 3 ein. Ja, so. Und dann habe ich den Wert. Also wenn ich die 3 einsetze hier und dann bekomme ich da, was bekomme ich denn? 1331. 1331. So, das war die Lösung. Und dann klicke ich auf Ergebnis prüfen. Und das habe ich nicht da, es wird schon stimmen, hoffe ich. Sonst schreibt er was in die Kommentare. Genau. Bis dann.